Hallöche Leute, willkommen zur 20. Episode von Metroid Prime 3 Corruption. Ich bin euer gut gelaunter Moderator Demi und jetzt geht's natürlich mit Degor zum nächsten Bossfight. Schild schirmt jeglichen Beschuss ab. Energieversorgung erfolgt durch rückseitige getragene Einheit. Das heißt, wir müssen jetzt so schnell wie möglich auf seinem Hinterteil kommen und natürlich eine reinzimmern. Hinterrücks. Oh, verdammt. Also, er kann auf jeden Fall. Verstehe. Wow. Also er kann hinten rum angreifen, er kann vorne rum angreifen, das ist schon brutal. So. Sehr gut. Der erste Treffer war da. Sehr gut. Verdammt. Natürlich musste das jetzt sein. Sehr schön. So. Komm. Wow, das ging daneben. Wow. Also, ich muss doch mal jetzt genauer wissen. Jetzt muss ich nochmals scannen. Schild ist vorübergehend ausgefahren. Gors Hauptprozessor ist ungeschützt. Empfindlich gegen jeglichen Beschuss. Alles klar. Super, jetzt ist er wieder aktiv. Okay, das habe ich halt jetzt versaut. Verdammt, jetzt habe ich schon wieder verschissen. So, komm. Bounce! Volltreffer! Sehr schön. Jetzt aber. Bounce, sehr schön. Komm. Sehr gut. Das geht eigentlich, wenn ich ihn voll auf die Fratze haue. Sehr gut. Ich muss ihn nur voll ins Gesicht treffen. Verdammt. Raketen. Also das ist der erste Bossfight, wo ich sagen muss, ich muss auch Raketen mal arbeiten. Verdammt. Scheiße. Schon wieder versaut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr schön. Voll auf die Fratze. So, jetzt kommt bestimmt der nächste Modus von ihm. So, scan. Was gibt's jetzt? Unteres Ziel scheint mit Gors Hauptprozesse verbunden zu sein. Nur gering vor Bodenattack geschützt. Alles klar. So, ich muss jetzt versuchen. Sehr gut. Wow. Alles klar, ich muss ihn einmal die Bombe reinpfeifen. Sehr gut. Und jetzt? Nein. Verdammt. Voll verkackt. So, jetzt aber. So, ja, ich habe schon verstanden, wie das jetzt funktioniert mit ihm langsam. Okay, das heißt, ich muss jetzt da unten, wie ihr seht, sehr gut. Jetzt kann man voll, eine voll auf die 12 geben. Natürlich, wenn man trifft. Das ist immer so die Devise, man muss treffen. Wunderbar. Also der Bossfight geht eigentlich, ja. Also da fand ich diese ich muss hier nochmal scannen. Was geht jetzt ab? Gor ist nun imstande, in den Hypermodus überzugehen, um seine offensive Fähigkeit zu steigern. Empfindliche gegen Phase und Energie, alles klar. Verstanden. Verdammt. Es ist nicht mehr viel. Und jetzt Hypermodus!
Wunderbar, das war's, Leute, so wie es aussieht. Das war's mit die Gore. Oh, da ist wieder Dark Samus. Und sie saugt ihm einfach das Leben aus. Und wir können natürlich nur zuschauen. Heavy, like heavy rain. Schade. Aber was lasst uns über? Was lasst uns Gore? So, erstmal scannen wir natürlich, was mich interessiert. Was gibt's denn? Yeah, der Plasma-Beam Ultra haben wir. Da haben wir was Neues zum Scannen. Okay, haben wir da was Neues zum Scannen? Das kennen wir. Eigentlich kennen wir alles anscheinend. Okay, es war eigentlich ein interessanter Bosskampf, wenn wir ehrlich sind. Aber jetzt auch nichts Gravierendes, wo ich sage, okay, das war ultra schwer. Ich frage mich jetzt, ob wir den Plasma-Beam als Dauerwaffe haben oder ob wir ihn wechseln müssen. Oh, liebevoll, wunderbar. Das heißt, wir können natürlich hier Erweiterung für Anzug erhalten, Plasma-Beam. Einsatzbereit. Zum Abfeuern des Plasma-Beams einfach drücken. Ah, der Plasma ist im Standard, bestimmte Metalle zu schmelzen. Alles klar, das heißt, das ist eine Standardwaffe, die wir haben. So, Schiffli, ja, ich weiß, du bist sehr, sehr, sehr kurz vorm... Ja. Schon bitter für dich. Ja, Vorgänge haben erfüllt. Leider. Ah, stimmt. Ah, interessant. Das ist eigentlich so, wie wir es eigentlich im Metroid kennen. Nicht, dass wir eine Waffe wechseln müssen, sondern wir haben automatisch diese Waffe. Eigentlich eine coole Sache, finde ich. Gut, wir müssen auf jeden Fall dieses Schiff versuchen zu reparieren, vermutlich mal, bevor wir überhaupt hier diesen Planeten verlassen können. Interessant, interessant. Gut, das heißt, jetzt können wir weiter. Wir haben hier schon mal abgespeichert nach einem Bossfight, was eigentlich nicht so schlimm ist. Genau. So, Plasma-Beam vollladen. Und natürlich schmilzt es. Und wir haben die Tür offen. Sehr gut. Das heißt, wir können jetzt wieder weitergehen. Also, das heißt, jedes Metall, das wir gesehen haben, können wir jetzt schmelzen. Ist das was? Auf jeden Fall ist das zauberhaft. Gut. Guckt mal. Da ist zum Beispiel schon mal so ein Metall. Schmilz, schmilz, schmilz. Missile Expansion Pack fürs nächste. Nächste Missiles erhalten. Wunderbar. Also ich muss aber eins sagen, ne? Für dieses Metroid, ich sag nicht, dass wir ein 100% Metroid machen werden, finde ich sehr merkwürdig, sind die Sachen eigentlich sehr, sehr leicht zu finden, um ehrlich zu sein. Natürlich habe ich es verkackt. Ich wollte die eigentlich mal scannen. Ich habe die bis jetzt noch nie gescannt, die Mistviecher. Also bis jetzt muss ich sagen, finde ich das sehr, sehr einfach, wie die Gegenstände zu finden sind. Bis jetzt, ganz ehrlich. Also jetzt nicht negativ gemeint, aber was die Sachen angeht, haben wir jetzt bis jetzt, finde ich, für... Und wir sind noch am Anfang, ich denke mal, wir haben noch viel vor uns, was das Spiel angeht. Haben es schnell gefunden. Oh, ich weiß nicht, ob ich jetzt mir... Ob es vielleicht schwerer wird. Wow, wow, wow. Wow, das war knapp. Die Tür hat mir auch nicht so geschmeckt. Ja, der Plasma-Beam ist schon eine coole Sache. Aber für hier ist er einfach eine Katastrophe, finde ich. So, gucken wir mal. Ach. So, jetzt schmelzen die aber ordentlich. Aber es wundert mich, dass der erste Beam ist. Okay, wir haben halt die Eismissiles gefunden, klar. Aber es wundert mich wirklich, dass der erste Beam, den wir finden tun in diesem Spiel, einfach mal der Plasma-Beam ist. Das wundert mich schon stark. Gut, da haben wir auch jetzt was. Aha. So. Alles klar. So. Gucken wir mal, ob das eine Abkürzung eventuell vielleicht sogar ist. Wäre es ja eine coole Sache, wenn ich mal ehrlich bin, jetzt eine Abkürzung zu finden. So, wunderbar, wunderbar. Sehr schön. So, was ist das für eine Abkürzung jetzt? Darüber war ich eigentlich schon, oder? Vermute ich mal. Das müssen wir auch hier aktivieren, oder? Ne, das ist schon hier aktiviert. Nein, wir finden hier einen Energiecontainer. Wow, wunderbar. Finde ich echt geil. Das ist echt geil. Ein Energiecontainer. So, und ab wieder rüber. Coole Sache, coole Sache.
Wunderbar. So, ab geht's. Wow. Das hat mir wirklich gut gefallen, dass das funktioniert hat. Ich habe schon Angst gehabt, dass das daneben geht, der Sprung. Aber es hat tatsächlich funktioniert. Okay, da geht's weiter. Ah, diesmal geht die Tür schneller auf. Ja, ja, ja. Aber euch kann ich jetzt schmelzen. Interessant. Kommt mal rauf. Aber war hier nicht irgendwas mal? So, das war's. Gut. So, schnelle Mobsgeschwindigkeit rüber. Danke. Wunderbar. Wunderprächtig. So. Wie war das? Müssen wir hier als Kugel rüber oder sind wir runtergefallen oder sowas? Wie bin ich jetzt hier rübergekommen allgemein? Gab es einen anderen Fall? Nee, ich glaube, das ist der einzigste Weg, hier als Kugel hochzugehen. Also der schnellste Weg, glaube ich mal. Wenn ich mich nicht irre. Ja, wir sind hier hochgegangen, glaube ich. Okay, da fehlt uns auch immer noch die Sache zu machen. Dass wir mehrere Geschosse machen. Dass wir das Rätsel hier lösen können. Aha. Da haben wir schon mal wieder was zum Schmelzen. Aber ich weiß nicht, ob alles zu schmelzen sinnvoll ist. Okay. Was geht jetzt ab? Wo schießt er mich hin? Sag mal jetzt nicht, dass ich an den Anfang gekommen bin. Sag mal jetzt nicht wirklich, dass ich an den Anfang gekommen bin. Ne, wir sind direkt am Speicherpunkt gelangt. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, Herr Specht. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ja, mach's mir mal auf. Das heißt, wir haben halt jetzt, sag mal, einen sehr schnellen Weg gemacht. Aber hier kann ich halt auch nicht weiter. Ja, hier fehlt mir der Mehrfachschuss, den ich machen muss. So, hier war doch irgendwo was zum Schmelzen mal, oder? So, hier sind wir schon mal beim Speicherpunkt. Wunderbar. Aber wie gesagt, ich glaube, mit dieser Himmelsstadt sind wir noch lange noch nicht fertig, Leute. Was dies angeht. So Leute, ich bin hier mit dem Part und wir sehen uns natürlich morgen wieder bei Metroid Prime 3 Corruption. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns morgen wieder. Euer gut gelaunter Moderator Davy sagt Tschüssi, aha, Kowski.